sag ja nur, was ich gehört habe. Jemand muss uns helfen. Meine Frau braucht Hilfe. Was stimmt nicht mit eurer Frau? Sie wird krank, sobald sich das Wetter verschlechtert. Sie bekommt keine Luft mehr, als hätte sie Spinnweben in der Lunge. Unser Sohn Hindel stellt einen Trank her, der sie atmen lässt. Er ist der Einzige, der es kann, aber er hat sich diesem Kult in den Hügeln angeschlossen. Bitte geht zu ihm und erzählt ihm, was los ist. Ohne diesen Trank wird sie sterben. Das ist unser letztes Brot. Es wird eine lange, hungrige Nacht werden. Diese Leute brauchen etwas zu essen. In den Hügeln gäbe es genügend Widder. Sie sind schmackhaft, leicht zuzubereiten. Und es gibt hier keine Lords, die einen wegen Wilderei aufknüpfen. Aber im Moment ist es zu gefährlich, auf die Jagd zu gehen. Die Wahrscheinlichkeit, auf Magier statt auf Widder zu treffen, ist zu groß. Viel Glück. Mit Glück bekommt man kein Fleisch auf die Rippen. Dorfbewohner. Wo haben sie nur ihre Mäntel? Was benötigt ihr, um die Flüchtlinge vor der Kälte zu schützen? Decken, warme Kleidung. Was es so gibt. Diese armen Teufel haben alles verloren, als die Magier und Templer verrückt geworden sind. Wenn wir in einem Dorf wären, könnte ich einfach eine Decke von einer Wäscheleine stibitzen und die Sache wäre erledigt. Aber hier draußen? Ich bin mir sicher, die Abtrünnigen haben jede Menge Vorräte. Ich konnte sie bisher nur nicht finden. Lebt wohl. Ja, ihr auch. Ja. Alles gut, wie es aussieht. Ihr gehört der Inquisition an? Ich bin Corporal Whale. Hab Dank für eure Hilfe. Die Magier und Templer scheint es nicht zu kümmern, wer in ihren Krieg mit hineingezogen wird. Die Flüchtlinge hier benötigen dringend Hilfe. Wenn der Krieg sie nicht tötet, werden es die Kälte oder der Hunger tun. Ihr habt die Sorge geäußert, die Leute könnten verhungern. Ja. Viele von ihnen hatten natürlich Lebensmittel bei sich, aber sie dachten auch, sie wären längst wieder zu Hause oder in einer Stadt in Sicherheit. Den Hügel hinauf gibt es einen Jäger, der uns vielleicht weiterhelfen könnte. Gibt es noch weitere Probleme, mit denen die Flüchtlinge zu kämpfen haben?
Einige der Leute haben Verletzungen, bei denen es nicht ausreicht, sie zu nähen oder mit Elfenwurzel zu behandeln. Mir ist bewusst, dass Heiler im Moment rar sind, aber wenn ihr in Radcliffe jemanden auftreiben könntet, würde das zahlreiche Leben retten. Was könnt ihr mir über den Mann erzählen, der die Inquisition mit Pferden versorgen sollte? Stallmeister Dennett? Er lebt auf einem Hof westlich von hier. Ein sehr alter Knochen. Wir haben jedoch nichts von ihm gehört. Soweit wir wissen, verschanzt er sich, bis die Magier und Templer damit fertig sind, sich gegenseitig umzubringen. Gebt auf euch Acht. Und ihr auf euch. Ich hoffe, das bleibt nicht an mir hängen. Ich danke euch. Ja, genau.
gibt nichts zu berichten, Sir.